Skyline von Frankfurt Messe. Oh, man sieht mich gar nicht. Da bin ich. Heute auf der IAA. Und ich will mich mit ein paar Leuten hier treffen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Highlight. Übrigens an einer Ladesäule im Parkhaus geparkt. Zeige ich euch noch mal kurz. Und dann leider mit dem Dieselzubringer hierher gefahren. Ja, so hat das hier heute funktioniert. Auto dahin geparkt. Und ich habe sogar einen reservierten Parkplatz hier. Seht ihr, da steht extra mein Schild. Und dann heute freien Strom aus Typ 2. Gut, ich habe jetzt hier angeschlossen. Hätte noch 150 Kilometer gehabt, aber lassen wir mal das Auto laden, dass wir dann auch sauber zurückkommen. Dankeschön an die Messe für den kostenlosen Strom heute für die Presse. Ja, arg viel ist das nicht. 8 Parkplätze haben sie hier, aber immerhin. Und man muss jemanden auch haben zum Freischalten, der das dann mit dem Schlüssel dann freischaltet. Also auch bei den Besuchertagen kann man das hier auf jeden Fall reservieren. Leider der Shuttle-Dienst weiterhin Diesel. Jeder macht hier Werbung für irgendwas und sogar auch wieder für Brennstoffzelle, Leute. Das Rennen ist noch nicht vorbei, wie das immer so schön heißt. Bevor ich irgendwo hinkomme, stehen die ganzen Autos natürlich schon rum. Immer angepriesen, was sie denn so können. Schneller, weiter. Tja, so ein IPS könnte man auch noch mal Probe fahren. Mal schauen hier. Das kann man nämlich durchaus hier. Also für Leute, die jetzt zu Besuch kommen, hier gibt es so Probefahrten. Ford gibt es auch noch und die preisen hier ihre Hybrid-Offensive an hier dieses Jahr. Nur Hybriden. Ich glaube, keine rein elektrischen mehr. Als Traditionshersteller, okay, vielleicht warten sie ab. So wie Toyota, wer weiß. Wie ist die Strategie von Ford, wer weiß das? Oh, die Strategie von Schöller ist nicht gut. Die knattert. Und stinkt. Aber das Eis ist cool. So sieht das aus, wenn man hier in diese Halle 3 reinkommt. Und dann close gleich ID. Ich glaube, ich muss da oben hin. Da oben sind die IDs. Aber hier unten haben sie durchaus auch noch was anderes. Hieß ja, Volkswagen hätte nichts anderes ausgestellt. Haben sie aber durchaus noch. Aber ist top. Ja, hier oben gibt es die IDs, aber das da, das ist die Bühne von dem Unreal. Von der Enthüllung des IDs vor 2 Tagen. Da stehen sie noch immer. Fahr-Events gibt es, glaube ich, nicht. Natürlich voll umlagert, das Auto. Das ist jetzt hier die First Edition. Hier immer schön abwischen. Das ist die weiße Variante. Das hier ist etwas gräulich silber, glaube ich. Würde ich so sagen. Wir werfen mal einen ersten Blick hier rein. Den Kollegen über die Schulter gucken. Also das Display ist auf jeden Fall dem Fahrer zugewandt, so viel so gut. Und naja, relativ groß, nicht so groß wie in Model 3. Aber ansonsten. Also hier haben wir so etwas weicheres Material und ab hier fängt dann das Plastik an. Auch hier ja, ist eher härteres Material und ansonsten alles eigentlich klassisch. Auch die Griffe natürlich absolut klassisch. Ja, es ist so ein Grau hier eher. Und das hier ist auch eine Stoffvariante, wobei veganes Leder, glaube ich, hier und dann so eine Kombination aus, ja, das ist so Alcantara sogar und Stoff. Und kein Mitteltunnel, seht ihr es ganz deutlich. Seltsamerweise USB-C-Anschlüsse. Ups, da brauchen wir dann bestimmt immer einen Adapter. Aber das ist natürlich die Zukunft. Versuchen wir mal hier Kofferraum. Ja, soweit ganz gut. Und es gibt auch eine zweite Ebene. Ja. Das kann man auch, ich glaube, direkt hier. Kriege ich das hin? Ne, kriege ich nicht hin. Ladekante hat es natürlich. Die Kollegen sagen, sieht aus wie ein Golf. Hier nochmal die Details für uns wichtig. 12 Volt Anschluss hier hinten. Und kann man seine Taschen anhängen. Das ist drüben auch nochmal. Verzoösen, was so üblich ist heute. Und natürlich Durchlademöglichkeiten hier für Skier und auch Umklappmöglichkeiten. Was seltsam ist. Ist hier die Aussparung, das ist natürlich schon okay, geht, aber ist natürlich technisch eine Herausforderung. Das neue VW-Logo und die Kennung hier. Also das nochmal die
graue Variante, ich weiß gar nicht, wie die Farbe richtig heißt. Innen auf jeden Fall immer entsprechend technisch, farblich abgesetzt. Mir persönlich gefällt ja die Türkis-Variante hier wesentlich besser. Also die stylischen Farbnamen habe ich noch nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier sieht man nochmal die schönen anderen Teile. Teilweise vor 2 Jahren schon gesehen. Ist, glaube ich, auch nichts Neues passiert. Wir gucken mal da drüben auf die Bühne hier. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Der Dennis und der Oliver, die standen da gestern, glaube ich, irgendwo hier. Ja, Elektroautos für alle. Das ist jetzt hier der VW ID. Die Offensive von Volkswagen im Elektroumfeld. Fotos, Filmen ohne Ende. Ja, je nachdem wie groß der Fahrer ist, hat man Platz oder hat eben keinen. Ne? Inneneindruck hier und wir haben auch ein Schiebedach, glaube ich. No, wir haben ein Glasdach. Glasdach haben wir zumindest. Und hier vorne, da sieht man auch die Projektionseinheit von dem Augmented Reality Teil, das dann hier in diese Scheibe rein projiziert wird. Deshalb muss die Scheibe auch weiter vorne einen gewissen Winkel haben, damit das überhaupt funktioniert. Andere müssen ja da manchmal so Hilfsscheiben hochfahren, damit das funktioniert. Also beim 225 XE oder auch beim Kona haben wir das ja gesehen. Das Auto ist erstaunlich an dem ersten Prototyp. Erstaunlich nah. Ist eigentlich schade, dass wir das die ganze Zeit so komisch getarnt haben. Sieht nämlich echt cool aus. Das erste richtige Elektroauto von VW. Die große Offensive. 3 Varianten wird es geben. Und unter 30.000 ist die Ankündigung. Einstiegsmodell natürlich. Die Leute gucken ganz kritisch hier. Alles wird kritisch beäugt. Ja, so ein paar Designteile sind leider nur aufgeklebt. Das Ganze vorne sieht ein bisschen besser aus. Da ist es als Schmutzfänger eingebaut. Also hier vorne. Da ist es tatsächlich sehr schön zwar gemacht, aber natürlich bleibt da der Schmutz hängen. Die Kollegen checken schon alle Details hier. Durchlademöglichkeit und natürlich auch komplett umklappen des Sitzes hier. Das mache ich mal, damit der Kollege das sieht, wie das aussieht. So. Ja, alles sehr wertig hier gemacht eigentlich. Wir können es auch mal reinsetzen hier. Man sieht ja schon so ein paar Details. Wie kriegt man das hier wieder zurück? Weiß ich gar nicht. Muss ich mal gucken. Dass wir irgendwie zurückstellen können hier. Verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Hier sehen wir auch noch was. So, ich sitze mal hier drin. Die Leute machen fleißig Fotos hier von dem Auto. Gucken wir mal so ein bisschen im Detail hier. Da sehen wir ein Fahrerdisplay, was so ein bisschen schwebend angeordnet ist hier. Ja, man sieht es hier so. So wird das gemacht hier und dann ein riesen Schaltknauf, das ist natürlich aus dem i3 so angelehnt. Und dann ja, klar, es gibt die normalen Schalthebel natürlich auch. Hier gibt es natürlich noch und ja, Lenkrad hat schon so seine Knöpfe noch übrig. Alles aber ein bisschen so, eigentlich so nur noch touchmäßig so ein bisschen, aber es hat schon ein gewisses Feedback. Hinten genauso, die Sachen sind auch so ein bisschen auf Touch gemacht hier. Oh, die funktionieren teilweise sogar. Ein bisschen Lichter an- und ausschalten, genau, das geht alles. Ja, da unten die Pedale, jetzt muss ich da mal gucken, ob ich den Sitz richtig einstelle hier. So. Gucken wir hier mal, das ist auch dem Fahrer zugewandt, das Display hier. Wenn er das hier so anguckt, ein bisschen schräg. Und da vorne hat es dann auch noch LEDs verbaut, je nachdem was es macht, wo es ein Videos-Demo hier macht. Und da sieht man dann das Head-Up-Display nachher. Ja. Okay, man kann das hier glaube ich irgendwie größer machen. Lass mal gerade gucken. Nein, kriege ich gerade nicht hin. Und das hier sind auch alles so ein bisschen Touch-Teile. Hier mal gucken.
Oui, mais je veux dire, par la mise en scène, est-ce que la technologie, c'est la même ou est-ce que... Alles so ein bisschen mit Touch gemacht hier. C'est un écran qui fait quoi, 11, 12? Und hier unten auch nochmal Bedienelemente, muss man sich natürlich so ein bisschen reinfuchsen, wenn man hier die ganzen Systeme da haben will. Na, was ist denn das? Irgendeine Erklärung hier. Da kann man zum Beispiel einen Fahrmodus umschalten. Ja. So sehen hier mal so exemplarisch die Menüs aus. Handschuhfach hat es auch. Handschuhfach? Ja. Alles mechanisch hier. Was ist denn hier drin? Da kann man wohl das Handy reintun. Cupholder-mäßig hier was, aber ohne Abdeckungen. Yes. Muss ich immer Fotos machen. Oder hier kann man auch was reintun. Ah, induktive Ladeschale. Und nochmal was. Und oh, ich bin gar nicht richtig da. Guckt mal hier. Hat es auch nochmal. Und das Interessante ist tatsächlich diese USB-C-Anschlüsse jetzt hier. Ist das hier irgendwie variabel? Ja, kann man auch versetzen. Nee, das hat nur eine Raststellung hier. Kann man aber generell rausnehmen oder irgendwie aufklappen. Aha, das ist noch irgendwie multifunktional. Das kann ich jetzt. Aber hier hinten haben wir echt ziemlich Plastik. Was interessant ist hier, die geteilte Armauflage hier für Fahrer, Beifahrer individuell. Das ist natürlich nicht uncool. Und bevor ich das hier vergesse, ja, es hat hier auch Griffe zum Ein- und Aussteigen. Hat sogar auf Fahrerseite. Genau, hat es auch. Und hier cool gemacht, großer SOS-Knopf, Sicherheitsvorschrift. Hier Beleuchtungsteile und da oben das Glasdach. Und das hat in irgendeiner Form hier einen Sonnenschutz noch integriert. Geht ziemlich weit nach hinten. Jo, eigentlich wollten wir auch noch ein paar Erklärungen zu dem Display einfangen. Gar nicht so leicht hier. Jetzt die Zündung an, nämlich. Dann können Sie wieder loslassen. So. Und jetzt könnten Sie theoretisch schon losfahren, wenn Sie hier schalten und hier die Handbremse okay. machen. Ah ja, das ist Handbremse und das ist dann der Schaltknauf, ne? Genau, okay. Jetzt schauen wir mal auf den Screen. Moment. Wir sind am Charging-Modus. Sehen Sie das grüne Licht? Mhm. Das bedeutet, 30% ist gerade festgeladen. Und das, der Rest wackelt noch, weil wir gerade im Laden sind. Sie können von außen sehen, wie schnell Ihr ID gerade am Laden ist. Jetzt kriegen Sie einen anderen Ruf. Vorne und weg sieht es mit. Sie hören nicht die Stimme, Sie sehen den anderen. Ah ja, cool gemacht. Und jetzt möchte ich mit meinem ID sprechen. Hello ID. Play songs from Alicia Keys. Das wird dann aber auch in Deutsch gehen, oder? Ja, wir sind gerade. Ah ja. Sprachsteuerung, und zwar also Sprachsteuerung ist getrennt zwischen Fahrer und Beifahrer. Ja. Wir haben hier ein Soundsystem von Beats. Super Sound, okay. Ah, wir sehen gar nichts, doch da unten. Ja, wir sehen da die Lautsprecher. Hello ID. Hello ID. Take me to Berlin. Schauen wir mal die Navigation. Ah ja. Und so können Sie erst losfahren. Kriege ich da eine Übersicht hier von der Navigation jetzt? Muss man jetzt Start drücken? Ja, genau. Start kann man noch drücken, das genau. funktioniert noch. Das funktioniert, dann weiter geht es dann leider nicht mehr. Können Sie einmal nochmal die Bremse wieder antippen, loslassen? Ja. Sehen Sie das Augmented Reality Head-Up Display? Ah, das sieht man jetzt hier auch. Sie das Augmented Reality Head-Up Display? You have to look from here, under, like, see? Da sieht man es so ein bisschen, ist natürlich schlecht mit dem Scharfstellen hier, aber man sieht es direkt in der Scheibe. Sehr schön. You can see it in this camera. So it's like reality and digitalization in one. You drive and you see from there where you're actually driving. It's connected to the navigation. We already have destination here. And we are our demo version, of course. So, yes. And everything else in the car is touched. So this one is also touched, for example.
we can close. So geht es. Close our wheel, but we can also easily smooth take it back. We have everything on touch also here. So it's. But we can also change the song here. Okay, cool. And if I don't want to say hello ID, I can click here. I said it, but yeah, I can click here. Here, and then you can speak also with the driver. So you don't always have to say it. Okay. Nice. Gut, haben wir hier mal so einen Eindruck bekommen vom Innenraum. Jo, lass mal die Leute hier mal weiter fotografieren und Fotos machen. Sie wollen das Teil nachbauen, aber sie kriegen es wahrscheinlich nicht hin. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um hier auf der Bühne. Zack, hier ist das andere Teil. Ja, und das ist noch mal diese dritte Farbe. Manchmal ist es auch bläulich. Ist es ein Silber? Nein. Ist es ein Grau? Ich weiß es nicht. Midnight Silver vielleicht. Ja, ich hoffe, ihr habt mal hier so ein paar Eindrücke von mir, von dem ID bekommen. Es haben ja schon viele Videos gezeigt, deshalb erst interessant wird es, wenn man das Auto wirklich mal fahren kann. Fahr-Events gibt es hier leider nicht. Es sind ja Autos gefertigt, auch von der First Edition. Die wird ja dann früher ausgeliefert. Ansonsten alles erst, ich würde mal sagen, Mitte nächsten Jahres frühestens. Ja, sie denken schon weiter, was kommt nach dem ersten ID? Da kommt der zweite ID und der ist hier hinter. Okay. Die Zukunft bei Volkswagen ist elektrisch. Immer schön futuristisch das Ganze hier machen. Nochmal eine schöne Tarnfarbe, ähnlich denen, die sie vorher mal vorgestellt haben. Was ist das für ein Teil? Der nächste ID, der ID, der danach kommen wird. Ja, und da gibt es durchaus auch noch die anderen Autos auf der ID-Plattform, auf der MEB-Plattform, die auch schon vorgestellt wurden und die dann irgendwann auch kommen, nächstes, übernächstes Jahr. Ja, den Putz kennen wir noch von vor 2 Jahren. Nichts verändert und immer noch das schwebende Männchen hier drin. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das wollte Tesla Markus unbedingt haben. Ja, und hier nochmal im Detail die Konzept-Cars, die es ja noch gibt. Das sind natürlich schon coole Teile, natürlich alle nicht fahrbereit. Aber das wird dann auch noch auf dieser MEB-Plattform gebaut. In Kalifornien sicher der Hit. Dieses Auto ist dann schon realistischer, das ist glaube ich der Klotz, Mini-SUV-mäßig. Hätte gedacht, dass sie den sogar auch schon fahrbereit hier haben. Nein, noch nicht so richtig. Auch, glaube ich, noch keine Termine so richtig. Das wird aber dann sicher das nächste Auto. Bisschen teurer, bisschen bulliger. Ja. Dann die Limousinen-Variante davon. Ganz so hochgebaut, etwas sportlicher. Und da hat man dann, glaube ich, auch mehr vor in Bezug auf autonomes Fahren, indem man nämlich hier noch mehr Kameras spendiert. Und hier sieht man auch noch, die Idee des versenkbaren Lenkrades hat man im ID ja auch, ist jetzt nicht mehr realisiert. Auch der ID selber wird ja vermutlich nicht autonom fahren können oder teilautonom. Das ist hier nicht die Idee. Und hier sieht man dann so schön die Integration von Sensoren, LiDAR-Sensoren oder was auch immer, in die Autos. Ja, und die Formensprache ist jetzt schon so ein bisschen durchgängig hier. Hier nicht ganz so schlimm mit dem Schmutz aufgebaut, aber schon ziemlich komplex hier in der Herstellung danach eingelassen. Sieht man auch hier in den Scheinwerfern, wiederholt sich das. Am Heck hier allerdings noch nicht, oder fehlt der Aufkleber? Könnte man auch noch ergänzen. Ansonsten hier der Bass, der Putz, das ist natürlich schon der Hingucker. Ich denke, so ein Auto wird sicher ein Erfolg, da gibt es nämlich keine. Alle wollen sich ihre Campingbusse ja irgendwie umbauen. Und das als Original VW wäre natürlich cool. Aber wie gesagt, das ist die Konzeptstudie von vor 2 Jahren, nichts verändert. Sehr großes Interesse an diesen Autos hier, sieht man schon. Die sind einfach cool. Ja, und dann nochmal eine etwas sportlichere Variante.
von dem MEB-Plattformkasten. Das kommt dann auch noch hier. Und dann kommen wir so langsam in die Dimensionen, wo wir die Konkurrenten ja kennen. Ne? Na, an der Formensprache könnte man noch was ändern. Aber VW stellt sich hier echt heute auf der IAA richtig voll elektrisch dar. Ja, Elektroautos für alle. Hier von Volkswagen Seat benutzt ja auch den MEB-Plattformkasten und die haben auch ein Auto gebaut. Und das sieht irgendwie aus wie der ID. Plus vielleicht sogar ein bisschen cooler. Auch hier muss man immer alles fusselfrei halten. Ich weiß gar nicht mehr, ob Seat auch mit dem Dieselskandal was zu tun hat. Ja, alle bei VW, ne? Immer alles abwischen. Fast noch eine coolere Linienführung als drüben bei VW, sagen viele. Ja, mir hat der E-Up vom auch schon besser gefallen hier, die E-Up-Variante hier von Seat. Und dieses Rot ist natürlich hier obercool. Ich hoffe, es kommt ganz gut wieder hier rüber in dem Video. Sieht echt cool aus. Innen vermutlich ist die Anmutung sehr ähnlich. Aber steht definitiv ein anderes Logo drauf. Vielleicht sogar die besseren Felgen. Aber auch das hier ist nur aufgeklebt. Elektrisch geboren, ja, Kofferraum ist komplett gleich. Tja, schon kaputt gespielt irgendwie das Auto. Okay. Wenn man mal drin sitzt, steigt keiner mehr aus, merke ich gerade. Ansonsten hier eine sehr wertige Ausstattung. Ja, also dann wüsste ich aber definitiv. Interessante Materialien verbaut. Ob die jetzt dreckig werden, weiß ich nicht. Diese raue Strukturen hier. Ja. Da ist es doch bei Eisig. Sonst ein bisschen besser sogar als bei VW. Das ist ja seltsam. Normalerweise ist bei Seat alles doch immer ein bisschen günstiger. Ansonsten aber schon das Ganze wie im ID. Ja, aber. Signifikant besser. Aber hier definitiv andere Materialien verbaut, ein bisschen besser integriert das Ganze auch. Kommt vielleicht auch auf die Ausstattungsvarianten an. Seat Elborn. Die ID-Variante vermutlich etwas günstiger sogar. Preise natürlich generell hier noch nicht bekannt. Da müssen wir noch drauf warten. Und die Verfügbarkeit genauso. Aber interessant, was hier jetzt vom VW-Konzern doch eigentlich kommt. Super Sache. Interessant übrigens auch, dass man diese E-Abgröße hier doch nochmal rauskramt. Ein noch günstigeres E-Auto sozusagen. Also das ist sowohl bei VW als auch hier bei Seat durchaus auch nochmal ein Thema. Noch einen kleineren Kleinwagen elektrisch zu bringen, ist natürlich auch so, wenn man doch die 30.000 nicht hat. Das Auto wird ja dann irgendwie vielleicht mal auf 20 kommen oder drunter. Aber immer noch teurer als die Benziner-Varianten natürlich. Ja Leute, hier der E-Up von VW soll ja doch nochmal aufgelegt werden bzw. weiterverkauft werden. Nur die Frage, ob er zu einem vernünftigen Preis angeboten wird dann. Jo, da sieht man so ein bisschen die Preise, sofern man hier was lesen kann. 13.000 ist ja mal eine Ansage. Und hier, na, der kostet aber schon 20. Also muss man sich die Ausstattung mal angucken. Aber
die ja auch eine schöne Handy-Integration da oben. Nicht mehr diese aufgesetzten Navis. Ansonsten, ein E-Up hat tatsächlich viel Platz, sofern man nicht so riesen Fahrrad da vorne hat. Das ist ja bekannt, also ist ja wie ein Up. Trotzdem einen Blick in den Kofferraum, ob der denn auch so ist. Ja, keine Beeinträchtigung. Also das ist auch wirklich ein Geheimtipp, das Auto. Keine MEB-Plattform, aber wenn sie den zu einem vernünftigen Preis anbieten, hat der E-Up durchaus eine Zukunft. Und in diesem Blau sieht er ja echt cool aus. Ja, hier in der Halle gibt es natürlich noch andere. Da drüben ist zum Beispiel Porsche. Zu Porsche gucken wir gleich mal. Aber es gibt auch noch sowas wie Skoda und so weiter. Und oh, die machen einen Rennwagen. Nee, das wollen wir nicht. Dann gucken wir doch lieber mal zu Porsche. Ja, die machen ja auch einen Rennwagen. Okay, und hier, was haben wir da? Da ist der Audi. Ja, Audi müssen wir noch ganz grob drüber gucken. E-Trons kennen wir ja schon, aber wir gucken noch mal jetzt zu Porsche. Die sind hier. Ja, Taycan wurde ja schon vorher vorgestellt. Hier steht er natürlich jetzt richtig. Oh, in Blau sieht er ja nicht schlecht aus. Porsche muss eigentlich weiß sein, aber Blau ist auch cool. Der Taycan Turbo. Also es gibt einen Taycan, Taycan Turbo und Turbo S. Ah, diese Turbo und Turbo S, das war schon immer bei Porsche so. Oh, was sucht man da? Spaltmaße? Fehler? E ist falsch rum. Ja, Detailprobleme. Ich hoffe, das Auto fährt auch, Leute. Ja. Gucken wir mal den Kollegen ein bisschen über die Schulter hier. Richtiger Porsche, richtig cool. Kann man nichts sagen. Auch die Materialien hier natürlich vom Feinsten. Leider ist der Preis ja auch vom Feinsten. Kann man in der zweiten Reihe sitzen? Vielleicht. Müsste fast noch gehen. Also wenn ich da drin sitze, geht das. Jetzt bin ich natürlich auch nicht so groß. Von daher klappt das. Ja, leider kein Glasdach hier oder sowas. Oder steht das doch? Was ist denn das hier eigentlich für ein Huppel? Der her. Ja, das ist Porsche-Feeling. Selbst hier hinten haben wir irgendwelche Touch-Controls. Ich weiß gar nicht, ob die funktionieren. Sollen wir ein bisschen kühler machen. Die Halle ist immer sehr warm hier. Coole Sache. Ansonsten die Version jetzt hier als Viersitzer ausgelegt. Aber super Sitze natürlich da hinten. Oh, was ist das für ein Geräusch hier hinter mir? Keine Ahnung. Das sollte nicht aus diesem E-Auto kommen eigentlich. Das kommt von hier. Das ist noch die alte Generation, die macht noch Geräusche, genau. Aber man sieht schon hier, der Kleine, der kann es viel besser. Keine Geräusche und schneller. Soll das, glaube ich, hier ausdrücken. Ist ja cool. Ja, Start. Porsche gegen Rakete. Ist natürlich klar, dass der Porsche gewinnt, oder? Jetzt wird aber hier die Rakete aufgebaut. Ja, schöne Geschichte hier gemacht. Porsche stand. Boah, zack. Da ist er nicht mal gestartet hier. Wahnsinn. Ja, das soll hier darstellen, dass der Taycan in den ersten 2 Sekunden schneller ist als sämtliche bekannten schnellen Gerätschaften hier auf der Erde. Ob nun ein Formel-1-Wagen oder eine Rakete. Echt cool. Ja, schauen wir nochmal nach den anderen Farben, oder? Der Weiße steht hier und dreht sich. Das ist ein Turbo S. Also damals, wo wir die getroffen haben, war ja nicht so ganz klar, wie viele Versionen es gibt. Vielleicht könnt ihr die jetzt zuordnen. Mit gelben Bremssätteln auf jeden Fall. Und den Lüftungsschlitzen und so weiter. Und wir sehen jetzt hier auf Beifahrerseite auf jeden Fall irgendwas zum Laden und auf Fahrerseite vielleicht auch. Dazu müsste sich das Teil aber mal ganz rumdrehen. Und auch hier muss der Staub des Dieselskandals noch weggewischt werden. Ja, ihr seht es da, auf Fahrerseite hat es auch einen Ladeanschluss. Mir ist nicht bekannt, ob beide jetzt schon funktionieren. Bei den Prototypen war dem ja wohl nicht so.
Aber in Zukunft soll das dann so sein, dann kann man sich entscheiden, rechts oder links. Das ist schon eine gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Porsche Taycan. Okay, das Ganze hier nochmal in schräg. Ich glaube, mehr Varianten gibt es nicht. Natürlich immer die Frage, wann denn diese coolen Autos hier mal alle elektrisch fahren werden. Lamborghini. Die ewig gestrigen? Weiß nicht. Also cool sehen die Autos ja schon aus. Musik kommt übrigens vom Nachbarstand von Skoda. Achso, steht ja noch Tesla Markus an sein Roadster an. Dann werden wir wahrscheinlich dieses Auto hier vergessen. Aber im Moment, das sind natürlich die coolsten Autos hier so, ne? Also Audi hat immer noch seinen alten Spruch hier, Vorsprung durch Technik. Auch hier werden die e-Trons am Eingang präsentiert, auch hier mit einem schönen Schnittenmodell. Ja, seit diese Teile da im Tesla Store sind, muss man sowas natürlich immer bringen. Es dreht sich sogar, es fährt sogar. So sieht das jetzt hier aus, im e-Tron gerade. Erstaunlich immer, auch für die Kollegen hier, wie viel man da vorne doch noch im so verbaut hier. Ist das hinten oder vorne hier eigentlich? Ich bin gerade selber irritiert. Auf beiden Seiten ist irgendwas eingebaut. Ne, das muss vorne sein. Das ist das, weil wenn man den Motorhaube aufmacht, sieht man das. Das muss vorne sein, Leute. Ich bin gerade selber irritiert. Aber interessant, was sie da noch reinbauen hier, obwohl da ja eigentlich gar nicht so viel Platz ist. Leute, das geht noch deutlich kompakter. So sehen die Autos der Zukunft aus, genau. Also das sind so diese Concept-Cars, die mir dann auch immer gut gefallen. Ja. Das erinnert einen auch an das Bosch-Concept-Car hier. So müssen die Autos aussehen. Jetzt baut doch mal sowas. Nee, die Lenkräder müssen nicht so aussehen, das ist klar. Also darüber lasst es sich streiten, das ist ein Kit-Lenkrad. Das brauche ich nicht, aber diese ganze Freiheit hier drin. Guckt euch das hier an, da haben ein richtiges Sofa. So muss das sein. Das müsste ich glatt zu Byton und mir bei Byton das angucken. Ich glaube, das ist so ein Auto, was irgendwie so in die Richtung aussieht. Da kann man immer gucken, was so im Laderaum drin ist, genau. Das Ganze gibt es doch irgendwie dicker. Werden die dann alle elektrisch? Kommen auf jeden Fall in irgendeinem James Bond Film dann wieder vor. Das kriegen sie meistens hin. Jo, sehen schon cool aus, die Teile. Aber irgendwie nicht unser Thema hier, oder? So, noch was Tolleres. Wenn wir dann jemals auf den Mars fliegen, dann brauchen wir das hier. Ich sehe nichts. Hier. Jo, also das kannst du nicht auf der Straße fahren, oder? Naja, wenn man will, geht alles irgendwie. Jo, also das ist hier das Obershowcar, ich sag ja gar nichts. Ja, ein Raumschiff, glaube ich, als ein Auto. Ja, Hubschrauber, Raumschiff. Oh ja, wenn man jetzt da noch Hubschrauberblätter drauf hätte, genau, dann würde es fliegen. Weil auf jeden Fall das Lenkrad ist schon mal in die richtige Richtung. Also eindeutig Flugzeuglenkrad, wahnsinnig viel Platz. Und interessante Konstruktionen hier. Heute hört man hier alle Sprachen. Trotz dieses Skandals, trotz Strafen hat Audi immer noch Zeit, Geld, sowas hier zu entwerfen. Ja, es kann ja nicht sein, dass alle diese Firmen dann untergehen. Nee, die machen irgendwie weiter. Und wenn das eine elektrische Zukunft hat, sage ich ja auch gar nichts. Boah, noch so eine flache Flunder. Ich komme hier gar nicht weg vom Audi-Stand.
Ja, noch ein e-tron. Einsitzer. Bei Audi heißt alles irgendwie e-tron. Und hier ist der e-tron mit all seinen Konfigurationen, alles was man kaufen kann. Wir testen ihn demnächst auf diesem Kanal. Bleibt dran. Der Stand mit der coolsten Musik ist definitiv hier bei Skoda. Ich weiß nur nicht, ob die gemeinfrei ist. Nicht, dass ich hier lauter Ärger kriege, wenn ich das veröffentliche. Ich bin ja mal gespannt. Ist manchmal nicht zu vermeiden, dass irgendwelche Musikstücke mit aufgenommen werden bei den Videos. Meistens aber ja dann im Hintergrund. Und ich hoffe, der YouTube-Filter erkennt das auch. Hier haut das bei BMW sieht etwas mager aus. Das hier ist die Konzeptstudie, die kennen wir ja schon. Der überdimensionierten Niere hier. Ah, drin ist beleuchtet, da kann man reingucken. Felge muss gerichtet werden, aber wir gucken mal rein, sofern man hier was sieht. Oh, ne? Cooles Teil. Dreht sich auch. Das Auto ist aber, glaube ich, eher zum Schieben als zum Fahren im Moment. BMW gibt es auch noch ein i8. Soll es ja demnächst nicht mehr geben, vermutlich auch keinen Nachfolger. Ist ja auch eigentlich ein Plug-in-Hybrid, kein E-Auto. Natürlich immer noch interessant für die Leute mit diesen Flügeltüren, zumal es ja hier kein Tesla Model X zu bestaunen gibt. Ja, okay, und weg. Tür zu. Eigentlich müssen wir noch nach dem elektrischen Mini gucken. Kommt hier gerade einer vorbeigefahren. Ja. Das Auto gibt es schon zu kaufen, das muss man hier gar nicht angucken. Das kann man beim Händler angucken. Gucken wir noch kurz in den Elektro-Mini hier rein. Wie immer sieht man wenig. Schön abgedeckt. Sehen wir mal ganz kurz Display so ein bisschen. L und XL haben diese Splitscreen-Funktion, dass man einmal die Karte in groß sieht und daneben dann nochmal auf welcher Spur man zu sein hat und den genauen Fahrtweg. Ja, und auch hier keine Einschränkungen im Kofferraum, alles okay. Natürlich nicht groß, nicht viel Platz, aber ja. Mini ist schon ein cooles Auto, würde ich sagen. Das heißt rechts. Und das kann ich dann zum Beispiel nicht sehen, weil das wird da drauf. Hier mal einen ersten Eindruck. Hinten muss ich so gucken. Ja, schön. Vielen Dank. Sehr gerne. So viel zum Mini. Ja, Opel gibt es wieder. Und da ist der E-Corsa. Jetzt bei PSA und jetzt das neue Elektromodell hier von Opel. Gibt es von Vauxhall natürlich auch. Schauen wir mal rein. Oh, da springt jemand raus. Dann kann ich mir das von der Seite ja tatsächlich auch gleich mal angucken. Spiegelt etwas hier. Ah, Display-Einheit hier ein bisschen zum Fahrer gewandt. Dann aber hier auch sehr konventionellen Schaltknauf. Hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. Hier fängt das Plastik auch dann an, ja. Bisschen seltsame Armstütze. Aha, da kann man noch aufklappen. Ansonsten sehr konventionell, aber hier eigentlich so ganz wertig gemacht. Hier ist Plastik, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja, so typisch Opel. Das Lenkrad sieht auch cool aus. Ich sitze irgendwie ungünstig. Jetzt will ich hier mal hoch. Ja, jo, sieht eigentlich ganz wertig aus hier drin, ne? Nicht nur Hartplastik. Nee. Also, schön eigentlich gemacht, das Auto. Für so einen Kleinwagen, ne? Corsa ist ja eigentlich doch Kleinwagen eher so, ne? Ja, hier Navi sieht so aus. Haube geht auf. Wir gucken mal vorne. Da wäre noch viel Platz, ne? Aber ganz schön viel Kabel hier. Ich gucke mal, zweite Sitzreihe. Sitze sind relativ weit hinten, die Fahrersitze, aber man kann da sitzen. Und da unten ist irgendwie so ein angedeuteter Mitteltunnel. Nee, da ist da ein richtiger Mitteltunnel, ist da komischerweise noch. Schade eigentlich, USB. Ist noch irgendwas da unten verbaut, was man eigentlich gar nicht mehr braucht in einem E-Auto. Kriege ich das hier hinten irgendwie auf? Mal schauen. Ja, kriege ich auf. Ups, hohe Ladekante. Aber eigentlich noch ein relativ großer Kofferraum hier. Ja,
Seht ihr hier, ist da auch noch ein Fach irgendwie da unten? Jo, da ist sogar noch ein Fach. Da kriege ich noch ein bisschen was unter, Notladekabel. Ja, das Typ-2-Kabel liegt dann schon irgendwo im Kofferraum. Das kriege ich hier nicht rein. Außer ich mache diesen Einsatz vielleicht hier raus. Könnte sein, dass es dann reingeht. Ist ein bisschen knapp hier. Halbe Wrackmulde, komisch. Aber sonst hier, muss ich ehrlich sagen, sehr wertig gemacht, das ganze Teil. Also richtig gute Qualität. Ja, sieht auch so eigentlich ganz cool aus von hinten. Der Opel Corsa. Jetzt von PSA mehr oder weniger. So, ich habe ihn noch hier in den neuen E-Corsa gesetzt hier. Und auch so eingestellt, wie ich sitzen würde. Wie viel Platz ist denn hinter mir? Muss man gleich mal checken noch. Ja. Also, wenn ich da drin sitze, habe ich hier tatsächlich... Kann ich da noch hinter mir sitzen? Ja, geht noch so gerade. Geht noch gerade. Ja, passt rein. Ich passe gerade noch hinter mir rein, genau. Schon ein bisschen eng, ist ein kleineres Auto, aber es geht noch gerade so. Da hinten hat es auch noch mal USB-Anschlüsse. Und hier oben hat es ein Panoramadach und einen mechanischen Sonnenschutz. Der neue E-Corsa von Opel. Ja, in Rot sieht er auch nicht uncool aus, aber man muss aufpassen. Nicht, dass man plötzlich den Verbrenner-Corsa vor sich hat. Ja, hier, wenn E dran steht, ist E drin. Die Sache bei Opel sieht so aus. Ja, beziehungsweise bei Peugeot, das ist ja baugleich. So sieht das drunter aus. Komische Verteilung hier. Hätte man ein bisschen mehr unterbringen können. Jetzt wisst ihr auch, wo der Kardantunnel geblieben ist. Das ist das hier nämlich. Ja, den haben sie deshalb wieder eingebaut. Ey, das hätte man sich sparen können. Also Kardantunnel geht gar nicht im E-Auto. Ja, bei Opel gibt es ja auch einen Plug-in-Hybriden. Das ist der hier. Der Grandlander X. Also so ein Mini-SUV. Das ist ganz so interessant, aber immerhin gibt es einen. Ja, wird hier wieder hergerichtet. Ja, genau. Sieht so aus. Genau, ist ja eigentlich schon bekannt, das Auto gibt es ja schon, ne? Aber jetzt als Plug-in-Hybrid. Ne? Genau, im Handel ist er noch nicht, aber wird er noch nichts mehr. Ah ja, super. Also so sieht's aus. 59 Kilometer rein elektrische Reichweite. Genau. Also bei den Verbrennern bin ich im Zweifel, aber so ein E-Auto könnte diese steile Strecke hier durchaus hochkommen. Oh, das ist ein Elektro-GT. Was erzähle ich? Und hier ein Corsa E-Rally, genau. Ja, es gab schon immer E-Autos, guckt. Das wissen wir gar nicht. Auf der Kirmes gab es schon immer E-Autos. Jo, das war hier Opel. Opel, neuer Auftritt jetzt bei PSA. Muss unbedingt hier bei Smart Mercedes nochmal vorbeigucken. Die Smarts gibt es ja schon elektrisch. Warum die jetzt alle so komische Geräusche machen, weiß ich nicht. Was das heißen soll. Gucken wir uns das an. Das Geräusch kommt ja vom Rennfahrsimulator. Ja, den muss ich jetzt auch nicht haben. Das habe ich ja im Model 3 schon drin. Buggy Beige Racing. Auto müsste ihn noch ein bisschen bewegen. Oh, die armen Fahrer da drin. Wahnsinn. Ja, aber ihr seht schon, ohne Sound geht gar nichts. Ansonsten, alles muss einen Stecker bekommen. Das gucken wir uns mal näher an. Es gibt leider nicht. A-Klasse elektrisch, Plug-in-Hybrid natürlich. Ja, hier vorne normal der Verbrenner drin. Weiß nicht, der Elektroantrieb ist ja in dem Antriebsstrang eingebaut. Schauen wir uns das mal da hinten an. Ansonsten ist das natürlich eine normale A-Klasse. Und da hinten am Kofferraum etwas weniger ist dann. Jo, ausstattungsmäßig kann man bei den Autos ja immer nichts sagen. Wie bekannt, sehr, sehr hochwertig, die ganze Sache. Nur jetzt halt auch zumindest etwas elektrisch. Um die 99 Kilometer sollen da gehen. Und solange die nur Typ 2 haben, haben wir auch kein Problem an den Ladesäulen. Also sobald da mal einer CCS einbaut, kriegen wir ein Problem. Das ist hier nur eine Blende hoffentlich. Irgendwas ist da schon, weiß ich gar nicht, mal fragen. Also es gibt als Sonderausstattung, wenn ich es richtig verstanden habe, tatsächlich da unten auch einen CCS-Anschluss für den Plug-in-Hybriden. Genau, damit man etwas schneller laden kann. Ne? Ja, gibt es. Genau. Also hier kann man auch die B-Klasse elektrisch dann. Das Interessante tatsächlich an diesen Autos ist jetzt, dass die da wohl doch auch CCS verbauen. Das heißt, wir kriegen in der Ladesäule doch ein Problem. Also wir haben hier
auch die elektrische Reichweite mit 73 Kilometer nach NEFZ noch. Das ist dann WLTP wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und wir haben es nochmal differenziert hier. Elektrische Reichweite 65 bzw. innerorts auf 71 und der Verbrauch bei 23,2. Und der Rest ist mit Superbenzin. Ja, ich denke, solche Autos, Plug-in-Hybriden, jetzt mit etwas mehr Reichweite, sodass sie alltagstauglich sind. Also ich brauche ja 60 Kilometer elektrisch, wenn ich alles fahren will. Die werden natürlich jetzt im Moment mal dann verkauft werden. Ja, sind wir mal gespannt, wenn die bei den Händlern stehen und wir vielleicht auch mal einen dann zum Ausprobieren da haben. Also der Mercedes-Händler ist ja auch um die Ecke. Sonst wird die Zukunft hier präsentiert. You have a SUV, you also have additional SUV content, like off-road programs and illustrations for the DLS program. It's called Car Wash Mode. It sets one press of the button, it brings in the side mirrors, it takes the suspension to a mode where the width of your tires is a little bit narrow, because then you can fit in the lane of the car. Coole Demo, die Funktion verstehe ich allerdings nicht ganz. Ja, die haben verschiedene Demo-Boards, um das auszuprobieren, das ist ja cool gemacht. Lob an Mercedes hier. Tut man so ein Paket rein, ob man das irgendwie zusammen sozusagen zusammen vermarktet. Einfach mal zum Vorführen, wie das hier funktioniert. Nee, das ist sozusagen, es läuft nur über das. Ja, und hier haben wir dann doch die etwas glatter designten Modelle. EQC ist ja schon gesehen worden, haben wir auch neulich in Haupt gehabt. Ja, die EQ-Modelle haben ja so eine Gemeinsamkeit. Ich versuche jetzt mal diesen EQS mir gleich anzugucken. Die sind nämlich alle irgendwie etwas glatter designt. Fast wie so ein Bonbon. Ich glaube, das Tor hier, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Gucken wir mal, ob wir das Teil hier irgendwo finden sehen. Also Mercedes hat immer noch sehr, sehr viel Geld für die Show. Bei Mercedes gibt es Future Cars. Oh, gar kein Fahrer. Aha. Schade, ich wollte es eigentlich als Wohnmobil haben. Na, vielleicht kann man es umbauen und noch ein Lenkrad reinbauen. Mist, ich bin in der Verbrennerwelt gelandet. Hier sogar D-Modelle noch. Ja. Also cool sehen die ja schon aus. Die alle elektrisch. Dann wird es für viele schwierig, also designmäßig. Aber wie gesagt, die neuen sehen etwas runder aus. Ich gucke mal, ob ich das tolle neue Auto hier noch irgendwo sehe. Und die Verbrenner, die wollen wir ja nicht. Ah, wir müssen da runter. Ich sehe was. Wie komme ich da runter? Da hinten. Boah, Nostalgie, die haben das halbe Museum dahergebracht. Cool. Jo. Der EQ Sportwagen. Silberpfeil 5.0 sozusagen. Oder Batman, Batmobil. Ja, aber die Fahrt sind sehr schwer. Ja, jetzt fährt es nur noch Batman. Eindeutig. Das macht man, wenn das Auto auflädt. Oder? Kann sein. Ich werde nie unten ankommen. Seht ihr das hier? Nächsten Samstag? Museum Stuttgart, da fliegt das Teil. Das Richtige natürlich, nicht das Kleine hier. Dann ist das Große auch nicht mehr hier. Glaubt ihr nicht? Doch, doch. Das Teil hier in groß, das stand vor 2 Jahren hier auf der Messe, das wird dann dort fliegen. Und wir gehen jetzt hier runter. Bevor ich da hinkomme, läuft mir wieder eine Plug-in-Hybrid A-Klasse über den Weg. Ja, das ist die Version, die ich ja brauche dann wahrscheinlich hier, wenn überhaupt. Sowas hier. Ja. Aber
alles mit Stecker. Und wenn es das mit CCS gibt, Wahnsinn. Das ist jetzt echt die Erkenntnis des Tages hier. Plug-in-Hybriden mit CCS von Mercedes. Und das Licht geht aus und zack. Wir sind gerade im richtigen Moment da, habe ich das Gefühl. Hier wird es ausgerichtet für die nächste Show. Design Studio EQS. Bin beeindruckt. Leider dreht der Drehteller gerade nicht. Doch demnächst noch mal Show hier. Mal schauen, ausrichten. So muss es stehen. Okay, noch ein Stück zurück. Fährt das selber oder sitzt da einer drin? Das irrige Blinke ist tatsächlich so hier auch zu sehen. Ah, jetzt geht's aus. Okay. Tür geht sogar auf. Es funktioniert. Auto kann fahren. Zumindest der Schrittgeschwindigkeit. Kann richtig fahren? Kann richtig fahren. Okay, gut. Ich sag nicht mehr. Cool. Also hier sieht man nochmal ganz deutlich die Linienführung, die moderne jetzt hier in den EQ-Serie. Gerade haben die Kollegen mir gesagt, das hieße One Bow Design. Ein Bogen, eine Linie. Ich sage immer, es ist so ein bisschen ein glattes Design jetzt so. Und das Auto fährt tatsächlich. Zwar eine Studie, aber fahrfähig. Und Größenordnung so 2023 vielleicht irgendwie auch in Serie. Tja, cool. So, und damit verabschieden wir uns hier von Mercedes-Benz. Ansonsten, Leute, machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Jetzt muss ich irgendwie den Dennis Vitus suchen. Und der soll irgendwo essen sein. Ah, dieses komische Geräusch da vom Flugsimulator zerstört mir hier schön die Atmosphäre. Blenden wir mal was anderes ein. Ja, das ist schlimm. Ja, das ist schreck. So, ich habe jetzt den Dennis Vitus getroffen und natürlich Michael. Ich muss euch ja ehrlich sagen, ich hab die ganze Zeit euch jetzt Videos gemacht und ich muss immer dran denken, was die alles schon gestreamt haben. Das alles kommt nochmal doppelt. Ich möchte mal wissen, was die jetzt noch alles aufgenommen haben. Da ist noch der. Da ist noch jemand. Ist das der Kameramann von Dennis? Also wenn wir alle in irgendeinem Auto drin sitzen, dann kann ja keiner mehr was. Dann kann er mehr dazukommen. So, die namhaften YouTuber stehen jetzt hier bei Ionity und die bereiten einen Livestream vor. Der läuft dann auf dem Kanal von Dennis, sofern er das hier hinkriegt, als Moin Tesla Special. Wir müssen noch gucken, wie wir da stehen, ob wir in der Sonne stehen, neben der Sonne stehen oder sonst was. Und die Säulen und der iPace müssen im Hintergrund sein. So viel ist so gut. Was ich gerade gesehen habe hier übrigens, das sind irgendwie neue Säulen. Guckt mal. Die haben nur noch sowas zum Authentifizieren, aber irgendwie, entweder ist da oben noch ein Display-Teil oder gar kein Display mehr. Es hat ein bisschen Display. Ihr seht es nicht mehr so riesig wie bisher, aber ja. Es gibt noch ein Display. Sehr schön. Ja.
Also schon etwas, ja, also, aber die Idee, dass man da so ein richtiges Dach macht, das ist noch nicht. Ja, das ist dann nochmal eine andere. Ich dachte immer, Strom und Wasser passt nicht zusammen, aber wir stehen immer im Regen als E-Autofahrer. Also, wir haben jetzt den Livestream beendet beim Dennis Vittus auf dem Kanal. Hat wahrscheinlich schon jeder von euch geguckt, verlinke ich aber trotzdem nochmal. Und Leute, ich gucke hier immer auf diese iPace dahinter uns, ne? Und muss eigentlich sagen, der iPace sieht doch wirklich cool aus, ne? Ja, eben, hier, hier, und nichts Ben. Aber zu hoher Verbrauch. Aber so ein iPace müssten wir auch nochmal uns besorgen. Ne? Wo kriegen wir ein iPace her? Jetzt, Dennis, wir haben das hier alles aufgezeigt und stehen die ganze Zeit da hinter vor diesem iPace. Was hältst du eigentlich von so einem iPace? Das stimmt. Also, ich finde es schön, dass ein funktionales Auto kann, aber wenig dazu sagen, weil ich bin noch nicht gefahren. Eben, ich auch nicht. Und, ich muss einfach mal sagen, ne? Aber ich finde es emotional und ich finde, E-Autos müssen auch emotional sein. Bitte den da so ein bisschen. Ne? Ich finde das gut. Tesla ist doch hier auf der IAA, zwar zum Probefahren, steht man auch hier in der Probefahrrunde und da steht das Model 3. Brauchen wir natürlich nicht, aber immerhin steht da eins. Die Kollegen machen da hinten rum, haben das noch gar nicht entdeckt. Gut, jetzt geht es aber weiter zu Byton. Jo, sind wir noch kurz bei Honda und da sehen wir ja die Knutschkugel. Die Kollegen hatten es schon angeguckt, das Auto. Das sagt, es sehe sehr, sehr cool aus. Ja, hier, guck mal, das tolle Display. Oh, das ist ja riesig. Und hier auch virtuelle Außenspiegel. Und Holzdesign. Passt irgendwie alles. Aber sehr kompakt hier. Kriegen wir das hinten auf. Geht. Oh. Kann man da hinten auch ein bisschen noch sitzen. Spielen wir mal hier rum, ob man da auch Kofferraum aufkriegen, ja, tun wir. Ja, das ist natürlich ein Kleinwagen, also mehr so E-Up-mäßig dann, ne, wenn man ab das so vergleichen würde, aber cooles Design. Also sehr nah an der Studie, würde ich mal sagen. Oh, hier kann man noch mal kurz durchgucken, so nach vorne zu dem riesen Display. Gibt es hier auch in verschiedenen Farben. Oh, was ist das? Nicht zu arg drücken da vorne, geht doch kaputt. Oh ja, hier. Ladeport. Da vorne darf man nicht drücken, ne? Plastik. Ja. Das Plastik da unten muss sein wegen dem Radar. Okay. Ja. And do you know exactly how much time does it take in the fast charging mode? The fast charging mode is up to it's 30 minutes for 8%. 30 minutes to 8%, ja. Das ist, glaube ich, immer so. Jo, gefällt euch das Teil? Das erste E-Auto mit Gesicht, sagen immer viele. Ja, Honda. Honda kommt auch wieder. Einer von denen, die noch irgendwie schlafen, ein schlafender Riese. Der andere schlafende Riese ist nicht da, das ist nämlich Toyota. Dritte Farbe haben wir hier. Ja, ziemlich markantes Stadtauto. Preislich glaube ich dann doch nicht ganz so günstig, aber Kompaktwagen. Honda hat natürlich alles andere auch noch hier und noch Sportwagen. Will ich aber nicht, weil ich will da hinten hin. Tja, da ist tatsächlich die Frage, ob sowas jemals auf deutschen Straßen gehen wird. Und da ist das Auto. Ja gut, man kommt halt wohl schlecht dran hier.
vorne haben wir das Display aber gesehen. Hier ist das natürlich in dem Auto verbaut. Jeder will hier seinen Timeslot, um die Aufnahmen zu machen. Ah, wir gucken es drüben noch mal kurz an. Den Demo. Das Teil aus. Curved Display. Ist wirklich die Frage, ob sowas in Deutschland eine Zulassung kriegt und was man mit diesem riesen Display dann anfangen soll. Whiten. Da hat man einen Eindruck gekriegt hier. Geht noch mehr Display, okay. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Fahrsimulator. Und weniger so ein Auto. Aber so könnte das aussehen, wenn man hier virtuell fahren. Und was es nicht alles gibt hier auf der Messe. Okay, wenn man das Auto anguckt, müssen wir tatsächlich über SUVs diskutieren, oder? Also die Asiaten haben schon manchmal den Hang zum Überdimensionalen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Einen coolen Sportwagen gibt es aber auch noch. Im Doppelpack sozusagen. Alles elektrisch? Mal nach dem Auspuff gucken. Bisschen unklar, was das ist. Vielleicht kann mich einer aufklären, was das hier sein soll. Batmobil 2.0 auf jeden Fall. Ja, sowas gibt es auch weiterhin auf der IAA hier. Mysteriöse asiatische Aussteller von Supercars. Ja, und dann haben wir hier irgendwas von TomTom. Die sind ja jetzt auch stark dabei, Navigation ins Auto zu bringen. Verschiedene Kombinationen hier, vor allem auch mit Ladestationen dann. Verschiedenste Ansätze, was sie hier auch auf der Messe schon zeigen. Wenn man lange genug sucht, findet man es auch. Hier ist das Teil, was ich gesagt habe. Ja. Routenführung mit Ladestationen. Gibt es eine API, glaube ich, dafür sogar, sodass man dann selber Sachen entwickeln kann. Habe ich schon bei mir mal gezeigt. So, if you wouldn't have to charge, you might continue the road like this, but we provide you. Funktioniert auch schon irgendwas. Das ist dann irgendwann Tesla-like Navigation. The charging within the vehicle. So, ja, sieht man noch die Ladestationen auf dem Weg, wie sie eingeplant werden. Ja, das ist eher für App-Entwickler, die da was draus machen wollen. Ich weiß nicht, ob TomTom das auch selber vermarktet.
Aber so muss es natürlich sein. Und ich wundere mich auch, dass das in Google Maps oder Apple Maps nicht drin ist. Muss unbedingt da rein. Navigation für E-Autos mit Ladestation. So, und hier stehe ich irgendwie bei Conti. Ja, Conti ist einer von den Zulieferern, die ja irgendwie auch für automatisiertes Fahren und so weiter hier das Zubehör liefern. Sieht man hier jetzt auch ganz deutlich, was der Schwerpunkt ist, was sie anbieten für Autohersteller, was dann die Autos nachher können sollen. Also, das Modul einfach kaufen und dann kann das Auto automatisch einparken. Ja, einfach nur machen. Cool. Ja, so kann die Integration dann aussehen. Und das wird dann entsprechend hier mit der entsprechenden Sensorik vermutlich und der Software dann realisiert. Therefore his balance will increase by one carport. So, erkennen von Parkplätzen und von Parkhäusern sogar. Never mind, okay, the sky will not park out. And therefore no parking lot. Dahinter steckt natürlich immer irgendeine Erkennung von den ganzen Objekten. Hier sieht man es nochmal deutlich. Personen. Hallo. Ja, Conti ist da in vielen Bereichen unterwegs. Natürlich noch im Verbrenner auch, wie man hier sieht. Aber hoffentlich auch bei E-Autos. Also, hier kann sich jeder was zusammenkaufen und dann sein Auto selber bauen. Conti ist eigentlich bekannt für Reifen. Und was ist das hier Besonderes? Also das ist ja ein intelligenter Reifen, der selbstständig den optimalen Druck hält, und zwar je nach Belastung, beziehungsweise wenn man zum Beispiel schneller fährt auch oder mehr Zuladung hat, dann wird hier automatisch durch solche kleinen Hubsysteme hier entweder Luftdruck zusätzlich eingepresst oder auch durch diese blauen großen Reservate sogar aktiv, also zum Beispiel bei mehr Zuladung im Stand. Also ganz tolles System, und vor allem haben die auch einen Gedanken, wenn es dann mal die Autos autonom fahren werden, wird es ja keinen Fahrer mehr geben, der sich um den Luftdruck kümmern kann. Ja, das ist schon ein interessanter Gedanke hier. Continental. So sehen die Spiegel, die virtuellen Spiegel aus. Als Zulieferteil. Kann man sich auch kaufen und in seinen Sion einbauen. Panasonic. Cool. Da seht ihr nochmal die Kameras da draußen und dann hier direkt eingeblendet. Ja, da bin ich. Na, ich gucke auch gerne mal bei ZF vorbei, da sieht man nämlich auch immer irgendwas. CO2 runter, womit? Mit irgendeinem Motor. Das ist die kleinste Variante jetzt hier. Ja, sieht man mal schön, wie das aufgebaut ist. 150 kW Motor. Größere Varianten. So, schon ein bisschen komplexer aufgebaut das Ganze hier. 8-Gang Plug-in-Hybrid-Getriebe. Oh, deshalb so komplex hier das Ganze. Ja, da fragt man sich schon, ob das die Zukunftstechnik ist. Sah schon einfacher aus da, der E-Antrieb. Aber das kann ich hier kaufen alles. Komplett bei ZF. Zack. Ja, genau. Ja, Plug-in-Hybrid-Antriebe sind in. Haben wir hier noch einen, ein bisschen kleiner gebaut. Aber man nimmt es eben noch nicht als den. Oh, schön gemachte Displays. Das Auto ist nicht so wichtig, die Komponenten sind wichtiger. Und wo sind hier die ZF-Komponenten eingebaut? Sieht man mal hier schön deutlich, was ZF alles liefert. Oh, guck mal hier, Sicherheitssysteme und sowas. Airbags. Das ist mal ein cooles Display, muss ich ja ehrlich sagen. Ja, die entsprechenden Controller-Boards gibt es dann auch dazu. Ich glaube, ZF hat sich hier gut aufgestellt, den Bereich für zukünftige
E-Autos, für zukünftige mobil autonom fahrende Autos. Kann man irgendwie entscheiden, wie viele Anschlüsse brauche ich? Kamera, Sensorik und so. Genauso die eingesetzte Kameratechnik, Sensorik, gibt es hier auch dazu. Das, was ich dann dort anschließe an die ganzen Controller, kann ich ja auch zwischen verschiedensten Systemen dann wählen. Ich bin auch gerade hier mit Dennis unterwegs. Dennis, stell dich mal dahin, du bist gar nicht im Bild. Stell dich mal neben die Ritterrüstung für mich. In meinem Film. Der Dennis habe ich gerade noch mal getroffen und da ist eine Firma aus Bremen, die mit Rittern Werbung macht. Wir wissen nicht warum. Die Firma Trasfor, früher gepanzerte Autos gebaut. Die war ein richtiger, eine Star-Firma in Bremen. Und jetzt? Und dann war irgendwas, ich weiß nicht mehr. Jetzt bauen sie wieder was. Sie bauen was, da ist was zu sehen. Wir vermuten ein gepanzerter Volvo, aber wir wollten ja was anderes angucken. So, wo ist der Dennis schon wieder hin? Da. Muss ich mir nochmal diesen E-Corsa angucken. Ist das jetzt hier die Panzerung? Keine Ahnung, was ist das denn? Warum? Achso, wir sind schon auf dem nächsten Stand. Wir sind schon wieder auf dem nächsten Stand. Das ist der I-Pace. So sieht der I-Pace von innen aus. Motor und Ladetechnik. Und die Ladetechnik ist leider so platziert, dass man keinen Frunk hat. Wenn man das ein bisschen zusammenrückt, hat man nämlich durchaus vorne einen vorderen Kofferraum. Aber so ist natürlich der Motor und die Ladetechnik so angeordnet, dass auch der vorne wieder voll ist. Ich glaube aber, der I-Pace hat davor, hier in dem Bereich, haben die so eine Art Frunk. Ja, wir sind nochmal hier bei Opel ein bisschen. Dennis ist auch noch am Drehen. Und ich bin jetzt hier auch so langsam fertig und fahre dann wieder zurück. Ich war ja da schon am Anfang. Ihr seht ja nochmal die schöne Aufstellung da hinterm Dennis mit seinem Kameramann. Und sag hier schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg.